Wo ich jetzt aber auch mal noch hin will, wenn wir schon einmal hier sind. Wir machen jetzt dann hier eine kleine Shopping-Folge. Ich möchte mit euch zu Marleys Farm, denn da gibt es richtig, richtig tolle, relativ günstige Handschuhe. Und außerdem möchte ich mit euch, so lange wie sie noch da ist, was jetzt nicht mehr so lange ist, noch zur Eisscholle. Zur Eisscholle fragt ihr euch jetzt vielleicht, manche haben es eventuell nicht mitbekommen oder kennen das Spiel gar nicht. Hier ist an Jorviks Strand eine Eisscholle rangetrieben worden, hier oben bei den vergessenen Feldern. Und da gibt es hier eben diese kleinen putzigen Robben zu holen, zu kaufen. Und ich wollte mir gerne noch eine weitere Tasche und eine Robbe holen. Für die Tasche habe ich extra gespart, weil ich da keine Starcoins investieren wollte. Und die kostet 5000 Schillinge. Ihr seht, es reicht. Ich wollte gar nicht zum Marley, ich wollte hier zum Shop. Verflixte Kiste. Ja, so. Und zwar gibt es hier einmal diese Handschuhe mit Reiten und Befehl plus 4 für 6600 Gold. Die haben noch so einen schönen Lederrand. Die hole ich mir mal wann anders, weil mit Reiten und Befehl plus 4 gibt es aber hier für 3800, die einfach schlicht schwarz sind. Aber hier nur für den Lederrand ist noch drauf zu bezahlen, das ist es mir momentan einfach nicht wert. Wupp, wupp. Neue Handschuhe. Und mit diesen neuen Handschuhen komme ich auf Reiten plus 30. Und was hatte ich vorher? Befehl? Befehl plus 15. Ja, supi, würde ich sagen. Ist doch klasse. Und die... Ach, die kann ich nicht mal verkaufen hier. So ein Beschiss. Oh Mann, oh Mann. Okay, und jetzt machen wir uns dann auch noch hier hinten auf den Weg zu den kleinen Robben und zur Eisscholle. Mensch, was eine Folge hier. Wir gründen einen Reitclub, besorgen neue Handschuhe und holen uns ein neues Pet. So viel auf einmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann bin ich wieder fast pleite. Dann bin ich nämlich auf 800 Schillinge runter. Oh Gott, gut, dass ich heute Morgen erst neues Futter gekauft habe. Ohohoho. Ach ja. Oh, Hilfe. So, ich lasse jetzt hier den Chat für den Goldhoofs Reitclub erstmal wieder aus. Bis zum Ende der Folge. Ich glaube, mein restlicher Tag wird darin bestehen, mich hier um die Verwaltung zu kümmern, die Leute einzuladen, die gerne aus der alten Northmains Guild, aus dem alten Northmains Club mitkommen wollen. Und vielleicht auch ein paar neue einzuladen, die vorher in dem alten Club nicht drin waren. Gucken wir mal. Jetzt muss ich auch hier alles, Beschreibungen muss ich ändern, vielleicht ein paar Events mal erstellen. Gucken wir einfach mal, was da jetzt hier so alles auf mich zukommt. Ich bin echt gespannt. Das ist tatsächlich eine ordentliche Verantwortung, hier auf einmal Clubleiter zu sein. Aber es hat sich nun mal angeboten, wenn ich schon keinen eigenen Club mehr hatte, dann dachte ich mir, dann mache ich einen eigenen. Weil dann kann ich tatsächlich auch wirklich die von euch, die gerne in den Club zu mir kommen möchten, kann ich auch einladen und man muss hier nicht erstmal noch woanders an anderer Stelle fragen, dürfen sie denn, da kann ich das direkt über mich machen. Oh, weiter! So, da hinten muss man nämlich hin, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen über den Berg drüber. Allerdings werde ich es wohl auch so machen, dass wenn jetzt jemand überhaupt nicht mehr aktiv ist, dass ich dann auch den Platz wieder frei machen werde, wenn die 50 Leute erreicht sind. Ich hoffe, da habt ihr dann Verständnis für. Wobei ich dann aber auf jeden Fall auch, wenn derjenige wieder anfangen möchte und wieder Platz im Club ist, dass ich dann auch denjenigen wieder einlade. Aber ich werde mal gucken, ich denke mal, ich werde mir dann auch so eine Art Warteliste oder sowas erstellen über Excel, dass jeder sehen kann, wer so alles auf dem Platz dann wartet. Aber ich rede hier schon von Wartelisten. Der Club muss ja erstmal voll werden. Also von daher erstmal kleine Brötchen backen. Hier ist die Eisscholle. Hopsasa. Und jetzt geht's zum fröhlichen Robben kaufen. Oh, Robby, du wirst nicht ersetzt. Du bekommst einen Kumpel. So musst du das sehen. Kleines Knopfauge. Ich weiß auch schon, welches ich nehmen werde. Welches Robbenjunge. Und zwar Brot. Ich glaube, ich steige hier am besten mal gerade ab. So.
dass ihr hier auch mal alle aus der Nähe sehen könnt. So, da gibt es hier eine schwarze, eine braune, eine kleine mit Flecken. Diese graue hier. Eine hellbraune mit ein paar Fleckchen. Eine dunkelbraune und hier noch eine graue. Wo ist die? Ach, hier hinten ist die ganz weiße, genau. Die ganz weiße haben wir ja schon. Oh, ich sitze mal auf. Dass wir uns auch die Robbe anschauen können. Eine Tasche, ich finde das so süß, wie die da auf der Schulter drauf hockt. Die Robben im Allgemeinen sind so, so knuffig. Also erstmal die Tasche. Ich wollte mir für die 5000 Schillinge gerne die weiße Tasche holen. Weil ich habe mir schon mal so umgeschaut, was ich gerne mal irgendwann satteldeckentechnisch haben möchte. Und ich finde, da die wahrscheinlich rot-weiß werden wird, dass da die weiße Tasche einfach super gut zu passt. Die anderen hier sehen zwar auch hübsch aus, aber die hier finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Aber die hier finde ich auch sehr schick, auch hier die hellblaue. Aber man ist einfach von der Farbe her viel eingeschränkt. Das passt einfach nicht zu allem. Deswegen entscheide ich mich hier für die weiße Tasche. Habe jetzt nur noch 808 Schillinge, bin quasi blank. Ja, und robbentechnisch werden wir die graue, die braune, noch eine graue, die kleine weiße mit den Flecken. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Sie kosten alle 50 Starcoins. Ich meine, ich habe ja einiges, aber ich will mir nicht alle holen, zumal es hier viele wirklich sehr ähnlich aussehen. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Ich meine, die graue ist auf jeden Fall ganz putzig, aber ich hatte auch an ihr überlegt. Die mit den Flecken finde ich auch süß. Die schwarze finde ich jetzt nicht, ich finde sie nicht hässlich, aber ich finde einfach, das Gesicht kommt nicht so gut zur Geltung. Die kleinen schwarzen Knopfaugen, die eine Robbe ja auch so extrem süß machen. Ja, wenn ich jetzt 150 Starcoins einsetze, dann könnte ich mir die hier alle holen. Ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Dann habe ich heute mal 200 Starcoins rausgeschmissen. Dann muss ich aber jetzt mal wieder 2 Wochen sparen hier, damit ich nicht auf einmal ganz niedrig bin. Jetzt bin ich schon fast unter 10.000 hier. Wahnsinn. So, damit habe ich jetzt auch meine kleinen Robbys gekauft. Robby. Wollen wir mal tauschen hier gegen die kleine Gefleckte? Machen wir mal. Ja, die kleine Gefleckte hier, die nickt schon. Die nickt und klatscht in die Flossen. Okay, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier von euch. Wir haben heute leider nichts gequestet. Ich hoffe, ihr seht mir... Ah, nein! Na super. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Dadurch, dass wir jetzt hier den Club gegründet haben und Robben gekauft haben, sind wir leider nicht zu großartig etwas anderem gekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder zum Questen in Jalaheim. Also, bis morgen, ihr Lieben. Tschüss!